Ja, hallo. Ich bin mal wieder auf der Strecke. Diesmal wieder daheim, zu Hause. Das ist jetzt in der Laufwoche 8, also Kalenderwoche 8, mein zweiter Lauf. Der erste Lauf war ja am Dienstag im Saarland. Und wie gesagt, heute ist Donnerstag. Der 23. Februar und es ist mein zweiter Lauf jetzt. Ja, es gibt einen La-La-Lauf. Das heißt, ein langer, langsamer Lauf. Wobei meine lange Läufe alle Läufe sind, was über 5 Kilometer sind. Das sind schon lange Läufe bei mir. Aber ich habe festgestellt, ich zeichne ja alles auf mit Komoot und ja, ich habe da eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,5 bis 8 km/h. Das ist mir zu schnell. Ich mache ja momentan so die Variante Slow Jogging, weil ich da nichts riskieren will mit der Wade, von mehr Überbelastung und so. Ja, das ist immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Mit der Wade, mit der Überbelastung. Obwohl ich glaube, wenn ich das so jetzt beibehalte, diese wöchentliche Steigerung um maximal 10%, das müsste es eigentlich klappen. Aber wie gesagt, ich mache so dieses Slow Jogging. Wenn man da halt kürzere Schritte macht, nicht so große Ausfallschritte, weil das halt für die Gelenke viel, viel schonender sei. Ja. Und ich denke, das ist ganz gut für mich. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Von daher brauche ich nicht mit 100 durch den Wald rennen oder durch die Natur. Geschwindigkeit ist mir echt egal. Oder zweitrangig. Ich trainiere ja eh so ein bisschen auf die lange Läufe, auf die Ausdauerläufe. Und von daher langsamer. Ja, und jetzt wie gesagt heute, ja, ich denke mal, es gibt so, ich sag mal, zwischen 5 und 7 Kilometer habe ich vor. Das ist so mein Ziel. Und wie gesagt, heute bemühe ich mich mal wirklich, einen langsamen Lauf zu machen. Und mit langsamer Lauf meine ich, dass nachher auf Komoot Durchschnittsgeschwindigkeit dann rauskommt von 5 bis 6 km/h. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde unterwegs nicht drauf schauen. Mache ich eigentlich eh nie. Wenn ich daheim loslaufe, schalte ich es ein. Und wenn ich wieder ankomme, dann speichere ich den Lauf ab. Aber dazwischen gucke ich eigentlich nicht drauf. Ja. Und dann, ich lasse mich mal überraschen, was an Geschwindigkeit nachher rauskommt. Aber wie gesagt, ich bemühe mich, langsam zu laufen, kleine Schrittle zu machen, Frequenz so mit 175, 180 Takte. Mal gucken, was rauskommt dabei. Aber ich denke mal, das tut gut. Vor allem, da ich ja auch wieder mit meinen Skinners unterwegs bin, mit meinen Barfußsocken. Laufsocke und es ist halt schon wie Barfußlaufen. Also man merkt da jeden Stein. Ja, Joggen auf Socken, könnte man sagen. So, jetzt laufe ich aber. Ich denke mal, die Strecke kennt der eine oder andere. Das ist jetzt bei mir zu Hause, geht es da durch den Wald. Dahinter ist Industriegebiet. Ja, und dann laufe ich auch wieder so Richtung McDonald's. Das ist dann diese Richtung dahinter. Da geht es dann irgendwann bei McDonald's vorbei und dann wieder Richtung Wald. Ja, dann zu mir heim wieder. Und ich denke mal, das gibt dann, wie gesagt, wenn ich ziemlich auf direktem Wege laufe, dann werden es so 5, 6 Kilometer werden.
wenn ich nur ein bisschen Schlenker dazu mache, ja, dann kann man das auch ausbauen. 10 Kilometer. Aber wie gesagt, das heutige Ziel sind 5 bis 7 Kilometer. Das reicht mir vollkommen. Immer langsamer Tempo. Also, let's go! Also, ich war jetzt neugierig und habe doch mal auf Komoot nachgeschaut, wie schnell ich jetzt eigentlich laufe, weil ich der Meinung war, dass ich schon sehr, sehr langsam unterwegs bin. Ja, zurückgelegt habe ich gerade 7,3 Kilometer und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,3 km/h. Also da habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Ich dachte echt, ich bin extrem langsam jetzt gelaufen, aber ja, ich habe das ja früher auch schon mal probiert und es hat irgendwie auch nicht geklappt. Und jetzt werde ich die restlichen Kilometer, die ich noch habe bis heim, ja, ich denke mal, sind vielleicht noch so 1,5 Kilometer, maximal 2 Kilometer, werde ich jetzt mal wirklich extrem langsam laufen. Obwohl ich habe auch gemerkt, vorher im Wald, wo ich gelaufen bin, wenn ich mich dann bemühe oder wenn ich darauf achte, langsam zu laufen, dann laufe ich, denke ich, schon langsam. Aber dann gucke ich in den Wald, die Gedanken schweifen so vor einem her. Ja, und plötzlich laufe ich dann doch wieder in meinem alten Trott. Ja, ich würde ja gerne Strecke bis 5 Kilometer Länge so um die 7,5 bis 8 km/h Geschwindigkeit laufe. Und Strecke von 5 bis 10 Kilometer, so mit etwa 6 km/h laufe. Und alles, was dann über 10 Kilometer sind, also die lange Läufe dann, die soll man ja wirklich langsam laufen, die würde ich eigentlich gern so mit 5 km/h laufen. Aber ich denke, so wie es aussieht, bin ich da momentan noch weit davon entfernt. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, ich werde jetzt immer wieder mal so kurze Läufe machen von 2 Kilometer und da wirklich mal drauf achte mit der Geschwindigkeit, dass ich da ein Gefühl dafür bekomme. Also zum Beispiel mal 2 Kilometer gehen, ganz normal gehen und gucke, was das dann so für Geschwindigkeit ist. Und diese 2 Kilometer, die dann so Slow Jogging zurücklege, in der gleichen Geschwindigkeit, wie wenn ich es gehe. Und gucke, wie sich das anfühlt dann, wenn ich 2 Kilometer gehe oder 2 Kilometer Slow Jogging mache. Dass ich mal ein Gefühl dafür bekomme, was das wirklich für Geschwindigkeit ist. Ja, das werde ich jetzt mal die Tage testen. Ja, und jetzt dieser Lauf heute. Ja, ich denke mal, dass ich da so um die 7 km/h bin, vielleicht ganz leicht drunter, 6,8, 6,9. Wenn ich jetzt weiterhin so langsam noch laufe, wird es nur ein bisschen runterkommen. Aber dann mit diesem Lauf, jetzt habe ich dann so, ja, ich denke mal heute so 8 Kilometer. Dann vom Dienstag die 7, da bin ich so bei 15 Kilometer. Und am Wochenende hatte ich ja eh vor, eventuell dann einen längeren Lauf zu machen. Mal gucken, 10 Kilometer oder vielleicht auch wieder 12 Kilometer. Und dann wäre ich ja wieder voll in meinem Ziel, was ich mir so vorgenommen habe. So Wochenpensum um die 25 Kilometer. Mit einem längeren Lauf, der dann so zweistellig ist. Also das wäre alles dann in dem Bereich, wie ich so geplant habe. Und die Woche drauf, also die Laufwoche 9, da habe ich dann vor, wenn es die Zeit hergibt, dass ich da mein
da mal über die 25 Kilometer drüber gehe. So 27, 28 Kilometer die Woche. Und dann vielleicht auch mal einen Lauf mit 15 Kilometer einen Lauf. Mal gucken, wenn sich alles gut anfühlt, wenn alles gut ist, dann werde ich das so machen. Also, und jetzt sage ich mal wieder, danke für eure Zeit, danke fürs Reinschauen. Freut mich, dass ihr dabei wart, auch wenn ihr jetzt nicht mehr viel von mir seht. Es ist nämlich schon wirklich dunkel. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt mir gesund und ich würde mich freuen, wenn man sich beim nächsten Video wieder sieht. Und wer möchte, darf natürlich gerne kommentieren, liken. Wer noch nicht hat, Kanal abonnieren. Würde mich auch freuen. Jetzt seht ihr mich auch nochmal. Jetzt bin ich nämlich wieder zu Hause. Quasi auf der Hauptstraße, mehr oder weniger. Also wie gesagt, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.